In einem idyllischen Seitental des Lugwitzgrundes gelegen, wirkt die Kirche von Reichenbach eher unscheinbar. In ihrem Inneren beherbergt sie allerdings außerordentliche Kunstschätze. Vielleicht war es die versteckte Lage, die ihr diese Schätze bescherte. Vielleicht sind sie in unruhigen Zeiten dorthin in Sicherheit gebracht worden. Genau kann das heute niemand mehr sagen. Der Legende nach hat es sich im Mittelalter aber doch irgendwie herumgesprochen, denn es sollen Menschen dorthin gepilgert sein, um Heilung und Segen zu erfahren. Aber diese Kirche ist die Michaelskirche, die in den letzten 3 Jahren einen einmaligen Renovierungs- und Restaurierungsaufschwung erlebt hat, dass man manchmal seinen eigenen Augen nicht traut, wenn man auf alte Fotos schaut. Oder wie letztes Jahr eine Frau erzählte, die hier in Reichenbach das letzte Mal vor 10 Jahren war: Gott sei Dank, was ich hier alles mit Hilfe von Menschen und mit Hilfe Gottes, was sich hier in Reichenbach alles getan hat. So reich die Kirche an Kunstschätzen ist, so arm war sie in den letzten Jahrzehnten jedoch an aktiven Christen. Familie Kröckel hat in diesen Zeiten viel Geduld und Engagement aufgebracht, aber es fehlten neben engagierten Gläubigen auch die nötigen finanziellen Mittel, um die Kirche zu renovieren. Ja, wir sind nach der Wende, also seit 1990 jährlich eigentlich hier in dieser Gegend, haben die Kirche immer als Kleinod empfunden, haben viele Gäste seit dieser Zeit in diese Kirche geführt, zum Schluss große Gruppen. Und als wir vor 5 Jahren mitbekommen haben, dass die Gefahr droht, dass die Kirche ausgeräumt wird und abgeschlossen wird, haben wir uns engagiert, mein Mann und ich. Brigitte und Dr. Harald Krüminski ist es zu verdanken, dass die Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten finanziert werden konnten. Im Jahr 2011 wurde ein Förderverein gegründet. Bereits 2012 erfolgte die Sicherung und Trockenlegung des Gebäudes. Im Jahr 2013 erhielt die Kirche einen neuen Außenputz. Wir konnten inzwischen Verbündete bei der Landeskirche gewinnen. Ich denke an den Baureferenten, Herrn Müller, der auch Mittel zuwenden konnte. Ich denke an eine große Spendenaktion in Reichenbach und Schartertal. Diese Kirche gehört zu diesen beiden Orten, wo Menschen summa summarum 5.000 Euro beigesteuert haben. Und diese Mittel und die Manpower, die die Leute hier einbringen, das hat das alles ermöglicht. Und ja, wenn alle zusammen wirken und zusammen tun, und es ist ja sichtbar auch, was dabei rausgekommen, dann macht es natürlich auch Spaß. Ab 2014 widmete sich der Förderverein dem Innenraum. Unter der Leitung von Diplom-Restaurator Rolf Möller haben viele Ehrenamtliche mitgeholfen. Konkret wurde also diese 19. Jahrhundert-Fassung, die über eine Barockfassung und eine älteren Fassung aus der romanischen Zeit sogar gebaut worden ist oder eben ausgeführt worden ist, wieder restauratorisch, konservatorisch hergestellt. Und da geht es um die Wandmalerei. Es geht hier um eine sogenannte 19. Jahrhundert typische Raumfassung. Das heißt also mit Gliederungselementen im Wandbereich und mit Schablonentechnik ausgeführte Wandbehänge sozusagen. Die Restaurierung des Altarraums war die Voraussetzung, um die mittelalterlichen Schnitzwerke neu und anschaulicher präsentieren zu können. Restauratorin Christel Matthes hat diese Figuren schon seit vielen Jahren in ihrer Obhut. Das Wichtigste ist schon, die Fassung zu festigen, und damit ist erstmal der alte Bestand auch gesichert. Wir haben ja hier das ganz große Glück an den Figuren, bis auf die beiden sehr alten Figuren, dass es noch in ihrer originalen Fassung sind. Sie sind stark verschmutzt gewesen. Die Verschmutzung musste runter, aber dann war auch das ganze Original noch wieder zu sehen. Und das war die Herausforderung, dass es also keine neue Vergoldung kriegt, keine Farben kriegt, sondern dass man diesen alten Bestand wirklich zum Klang kriegt, zum Harmonisieren insgesamt kriegt. Im September 2015 wurden die Figuren neu im Altarraum angeordnet und feierlich wieder enthüllt.
Da gibt es eine Madonna, den sogenannten kleinen Schmerzensmann, eine Darstellung Marias, genannt Maria Selbtritt, und noch viel mehr zu entdecken. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, Ihnen das älteste gemeinsam mit der später enthüllten Madonna das älteste Kunstwerk in dieser Kirche vorzustellen. Es entstand in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Mit dem Ergebnis, dass 600 Jahre an dieser Figur natürlich keineswegs spurlos vorübergegangen sind. Und vielleicht bewirken die Figuren doch Entwicklungen, die sich nicht so leicht erklären lassen. Ich hätte vor 15, 20 Jahren noch mit voller Inbrunst behauptet, dass ich Atheist bin. Ich sehe das inzwischen nicht mehr so abgegrenzt. Die Kirche Reichenbach ist wieder ein kleiner Pilgerort geworden. Viele Engagierte mit unterschiedlichen Mitteln und Begabungen haben dazu beigetragen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Pilgerstrom nicht abreißt. Denn wo sich Menschen begegnen, da begegnen sie auch Gott.